Ja, Python Meetup Düsseldorf, herzlich willkommen. Es ist schön, dass so viele neue Gesichter da sind. Wir haben jedes Mal wieder eine ganze Reihe neuer Leute dabei. Einige, eine ganze Reihe eigentlich, die regelmäßig kommen. Aus irgendeinem Grund sind heute nicht so viele da. Ich mache nur so eine kleine Einleitung vorher. Das ist vor allen Dingen für Leute, die halt neu dazukommen. Für die anderen ist das ein bisschen langweilig, weil es immer das Gleiche ist. Erstmal zur Einleitung. Geht das hier nicht richtig voran? Wer bin ich? Ich bin Marc-René Lemburg. Ich habe eine Firma. Wir machen Python-Projekte. Ich bin aber auch viel mit Python so unterwegs. Bin einer der Core-Developer. Bin Chair von der EuroPython Society, die EuroPython-Konferenz organisiert. Ich war lange Zeit bei der PSF Board-Member. Ja, und mache lauter Sachen halt rund um Python. In letzter Zeit bin ich hauptsächlich unterwegs als CTO von einer Fintech-Company in South Zypern und habe da jede Menge zu tun. Charlie kann sich selbst vorstellen. Aber du machst das viel besser. Ja, genau. Also hier steht Freelance CMS Consultant. Ich weiß nicht, ob das noch richtig ist, aber ich denke schon. Ursprünglich kam er mal aus der Soap-Ecke, dann ist er dann zur Pyramid drüber gewechselt. Hat auch viel mit Haiku gemacht. Kennt jemand Haiku? Betriebssystem, oder? Ja, genau. Ich habe mal Videos gesehen, aber... War mal ein cooles Betriebssystem. Es ist nach wie vor ein cooles Betriebssystem. Kommt jetzt, glaube ich, langsam wieder. Es ist nach wie vor cool. Also ich bin von durchgehend objektorientiert, also Message-Processing da, also viele Features. Ja, also es ist sicherlich ein spannendes System. Hat leider nicht so wahnsinnig viele Nutzer. Aber vielleicht kommt das ja mal wieder. Das heißt mittlerweile anders, ne? Nee, es hieß früher BOS. Na genau, BOS. Und dann im Hintergrund noch Trademark, irgendwie einfach Haiku ausgesucht. Das heißt Haiku, also. Ja. Naja, aber er ist jetzt mit Python hauptsächlich als Maintainer von OpenPixel unterwegs. Kennt ihr vielleicht die Bibliothek für Excel? So, warum machen wir das Ganze? Weil wir halt Leute zusammenbringen wollen, weil wir Wissensaustausch machen wollen, weil es einfach auch Spaß machen soll. Wir wollten auch mal gucken, wie viele Leute dann hier in der Gegend sind, die Python machen. Es gibt ja noch ein paar andere solche Meetups. In Köln gibt es eins, das regelmäßig stattfindet. Im Ruhrgebiet gab es öfters mal welche, aber meistens sind die Sachen da wieder eingeschlafen. In Düsseldorf gab es keins, deswegen haben wir das halt hier aufgemacht. Wir hatten angefangen mit Lightning Talks. Lightning Talks sind solche kurzen 5-Minuten-Vorträge. Haben davon immer jede Menge gemacht in den Meetings. Dann ist aber langsam halt der Sprit ausgegangen. Also die Leute, dann waren nicht mehr so viele Leute da, die Vorträge gemacht haben. Und auch einige von diesen Lightning Talks wäre halt schön gewesen, ein bisschen mehr zu hören. Deswegen haben wir jetzt diese Einschränkung nicht mehr, sondern wir machen jetzt halt richtige Vorträge auch, dass die noch mal länger dauern können. Und danach gehen wir dann ins Restaurant und machen da unseren Open Space, was meistens Pizza essen heißt. Ja. Ein paar Neuigkeiten. Oder irgendwas anderes. Ja, man muss nicht unbedingt mitkommen, ne? Aber das ist halt, da kann man halt ganz gut in sich nochmal austauschen über die Themen. Man kann auch einfach so während der Vorträge natürlich Fragen stellen. Ein paar Neuigkeiten. Der nächste Termin steht schon fest. 22. Januar nächstes Jahr. Wir wollen wieder einen Sprint machen bei Trivago im Hafen. Ich weiß nicht, ob der Termin schon feststeht, aber wir hatten 16. und 17.11. Termin steht. Ist schick fest, ja. Hatten wir so ins Auge gefasst. Wer weiß nicht, was ein Sprint ist oder ein Hackathon? Nee? Also Begriff ist bekannt, aber jeder stellt was anderes vor, ja. Begriff Hackathon. Ja, deswegen, okay. Ich habe alles Mögliche gesehen. Ja, kann ich ja kurz mal erzählen. Also was man da macht ist, man trifft sich halt für ein Wochenende. Das sind dann halt meistens eine ganze Gruppe Leute. Da gibt es dann immer verschiedene Leute, die dann halt irgendein Projekt vorstellen, irgendetwas machen wollen an diesem Wochenende. Und dann finden sich solche kleinen Gruppen dann jeweils zusammen. Und diese kleinen Gruppen, die gehen dann hin und versuchen dann in diesen 2 Tagen irgendetwas einigermaßen Produktives dann auch zu schaffen. Wenn man das so macht, dass diese Themen, die man sich aussucht, nicht zu kompliziert sind, dann schafft man das auch recht gut. Und das ist auch dann schön, wenn man nach 2 Tagen tatsächlich auch Erfolgserlebnis hat und das dann halt in der Gruppe vorstellen kann, was man da gemacht hat. Es kann auch sein, dass man 2 Tage an irgendetwas arbeitet und feststellt, das geht einfach nicht. Ne? Ist auch ein gutes Ergebnis, ist halt ein Negativergebnis, aber ist halt auch produktiv, weil man halt weiß, okay, brauche ich mich nicht mehr anzugucken, klappt nicht. Und generell bringt das immer sehr viel Spaß.
Wir machen das den ganzen Tag lang von 10 bis 18 Uhr mit einer Stunde Pause dann. Ne? Bei Sprints werden immer Pizzas gegessen. Die gibt es dann von Trivago umsonst dabei. Und ja, es hat also in der Vergangenheit immer sehr viel Spaß gemacht, sind sehr viele Leute hingekommen. Und jetzt im Herbst machen wir das wieder. Wir machen das auch nochmal im Frühling. Irgendwann im so Mai meistens herum, April. Ja, kann ich also nur empfehlen, da mal hinzugehen und sich das mal anzugucken. Es sind ein paar Videos vom Verein gegangen. Also die Themen bei Reifen sind breit gefächert. Ja, genau. Mit Robotern, mit Machine Learning, mit normale Programmierung, alles was das Herz begehrt. Ja, dann haben wir für die Kommunikation benutzen wir meistens eine Telegram-Gruppe, PyDDF heißt die. Die ist öffentlich, kann also jeder Mitglied werden. Muss man halt nur bei Telegram angemeldet sein. So, dann gibt es noch ein paar Termine rund um Python. Das erwähne ich immer, weil man häufig halt nicht unbedingt, weil viele Leute nicht unbedingt wissen, was alles so los ist in Python, wie viel tatsächlich gemacht wird. Es gibt mittlerweile jede Menge Konferenzen, auch jede Menge Meetups rund um Python. Das hier sind ein paar, die in nächster Zeit stattfinden. Also heute haben wir das Python-Meeting, dann haben wir dann Anfang Oktober haben wir in Serbien was, in Estland ist eine Konferenz. In Berlin ist dann am 6.10. die PyCon.de. Soweit ich weiß, ist die schon ausverkauft. Also kriegt man keine Tickets mehr. Aber es ist auf jeden Fall eine lohnende Veranstaltung nächstes Jahr. Sollte man also dann, wenn man da Zeit hat, dann auch vielleicht nur empfehlen, da hinzugehen. Dann gibt es in Frankreich die PyCon FR, die findet in Bordeaux statt diesmal und gleichzeitig die PyCon in Schweden, in Stockholm. Man kann sich die ganzen Termine auf pycon.org angucken, da gibt es auch einen Kalender, den kann man abonnieren. Dann kriegt man diese ganzen Termine immer direkt in seinem Kalender angezeigt. Und wenn man sich das mal anschaut auf der Karte, ist vielleicht ein bisschen klein, kann man nicht so gut erkennen, aber alles was man hier sieht, was so einen orangen Punkt hat, das sind alles größere Sachen und die ganzen blauen Sachen sind alles kleinere Sachen. Also ist alles bunt verteilt, das sind glaube ich die nächsten irgendwie paar Wochen, also Termine in den nächsten paar Wochen, die anstehen. Und kann man sich halt auch anschauen, diese Karte da oben, den Link, den kriegt man auch auf pycon.org. Wenn man also irgendwo ist und irgendwas mit Python machen will, dann kann man da halt ganz gut sich da vernetzen und dann schauen, wo was stattfindet. Aber ihr habt ja alle hier das gefunden, das ist ja gut, deswegen braucht man das vielleicht nicht. Wir haben noch ein paar andere Sachen, Mailinglisten haben wir für Ankündigungen, aber auch für Diskussionen. Die Mailinglisten sind meistens besser, wenn es darum geht, mal irgendwie ein bisschen was in Code oder sowas zu diskutieren, weil man da halt besser die Sachen posten kann als jetzt bei Telegram. Telegram wird viel genutzt für so kurze Fragen. Ist auch immer, die Leute sind immer sehr hilfsbereit, wenn man da irgendwelche Fragen hat, kriegt man meistens dann auch ein paar gute Links geschickt, dass man dann weiterkommt. Ist also eine schöne Sache. Aber nicht so geeignet, um Kurzschnipsel hin und her zu schieben. Nee, weil die Formatierung geht dann immer verloren und gerade weil Python halt viel mit Whitespace macht, ist das dann halt nicht so günstig. Ich weiß nicht, ob Telegram mittlerweile auch das unterstützt, dass man Formatierung reinbauen kann. Ich hatte das mal gelesen, dass das gehen soll. Also ein paar Markdown-Sachen funktionieren. Ja? Kann man auch. Ich glaube, die Code funktioniert. Markdown funktioniert seit langem, ja. Also gut, da kannst du ja mit drei, wie heißt die, Ticks da erzählen. Diese Backticks, ne? Die kannst du ja. Aber trotzdem, es ist nicht so anschaulich leserfreundlich, ja. Kleine Fenster. Gut, ich meine, man kann auch zum Beispiel hingehen und dann kann man den Code meinetwegen auf wie heißt Paste, das? Von GitHub, dieses Teil da, dieses Gist. Gist, genau, als Gist dann halt hochladen und dann halt einfach dahin dann den Link da schicken. Haben auch auf Facebook was, auf Twitter, benutzen wir aber eigentlich so gut wie gar nicht mehr. Auf YouTube laden wir die Videos. Wieso haben wir da nicht Instagram, wenn wir eigentlich cool sein wollen? Ja, sollten wir vielleicht auch mal anmelden. Na, können, wir dann auch, können wir dann auch, die Instagram hat man noch nie. Also, ja genau, wer nutzt Facebook heutzutage? Die ganzen Kids, ne? Also Instagram und Snapchat. Ja, ja. Die erwarten dann aber im Schminktipps von dir, Charles. Das heißt, jeden Monat ein Foto von Charlie posten, damit wir dann damit er aktiv bleibt, der Channel. Ja, was wir auch gerne machen, ist, wir sammeln gerne die Vorträge, die gehalten werden und möchten ihn auf GitHub dann
veröffentlichen. Das Veröffentlichen geht ganz einfach einen Pull-Request hochstellen und dann wird das dann halt reingematcht. Passiert leider recht wenig, also naja. Ja, aber muss man, also ich finde, Präsentationen, wenn man nicht dabei gewesen ist, die Folien sind oft, je nachdem was es ist, und einfach oft nichts. Ja, kann man, hast schon recht. Also da ist unser lieber Michael, der nie zu den Treffen kommt, der fragt immer nach den Folien und nie kommt zu den Treffen. Ja, ja, das ist wichtig, also je nachdem, was die Inhalte reinschlagen, gucke ich. Also die Videos sind wichtiger, ja. Aber es ist wesentlich mehr Arbeit. Ja, apropos Videos, also wenn jemand einen Vortrag hält, ihr seid natürlich alle eingeladen, vor allen Dingen, weil ihr jetzt neu hier seid, hallo, dass ihr dann auch mal einen Vortrag haltet, ist nicht weiter schwierig, ne? Ein 5-Minuten-Vortrag ist schnell gemacht, dauert vielleicht eine Stunde insgesamt. Meins ist heute echt kurz, also ich mach's vor. Und man kann auch tatsächlich hingehen und komplett ohne Folien arbeiten und sich einfach nur hier hinstellen und irgendwas erzählen, das geht natürlich auch, also man muss jetzt nicht großartige Vorbereitungen dafür machen. Ich habe das auch früher auf Konferenzen häufig gemacht, dass ich einfach einen Browser genommen habe, 5 Tabs aufgemacht habe und dann halt da durchgegangen bin und das war dann der Vortrag. Ne? Geht also alles. Wenn man nicht aufgenommen werden will, einfach nur Bescheid sagen, dann stellen wir die Kamera ab, das ist gar kein Thema. Ne? Manchmal haben wir halt Themen hier oder Leute von zum Beispiel Wie Banken, weit sind wir mit den Videos? Das lassen wir mal mit der Frage. 2016, kann das sein? So weit schon? Ich weiß es nicht. Ist so ein Running Gag bei uns hier mit den Videos, ja. Dann kann man das natürlich, kann man die Videos, kann man die Aufnahme abstellen, das ist dann, geht natürlich auch. Ne? So, dann Wunschzettel, das ist etwas, da kann man sich halt was wünschen, ne? Wenn man gerne mal ein Thema besprochen haben möchte, aber selbst nicht genau weiß, wie das dann geht, dann kann man einfach mal in die Runde fragen, ob jemand mal einen Vortrag machen kann. Das Problem ist bei den Vorträgen meistens ein Thema zu finden, das ist gar nicht so sehr den Vortrag selbst zu schreiben. Wenn man also mal ein Thema hat und man weiß, aha, da möchte jemand was wissen drüber, dann kann man auch schnell mal was zusammenschreiben. Und dieser Wunschzettel, das hilft dann halt. Einfach in Telegram schreiben oder auf der Mailingliste oder wichtig, hier vorschlagen. Wichtig zu wissen, dass wahrscheinlich jeder von euch kann etwas machen, das keine der anderen können. Und wenn es ein Problem hat, hat bestimmt mindestens einer von uns auch das Problem. Also ich glaube, gerade in Deutschland wird oft das Wissen von den Leuten, die vortragen, völlig überschätzt. Eigentlich, also man sieht das nachher bei meinem Vortrag, dass ich eigentlich gar nichts weiß, machen weiß auch, zwar Core-Developer, aber weiß auch ganz wenig. Ne? Also ich weiß sicherlich nicht alles. Ne. Das finden wir bei den Sprints, da ist es eigentlich das Schöne an Sprints, dass das Wissen, in Python, einige kennen sich mit Verschlüsselung aus, Bilderkennung oder Roboter oder mein Nachbar, der da heute nicht kommen kann, der sagt ja, dass er irgendwas, so ein kleiner LCD auf dem Park, dann hat er die Zeit von seiner Bahn, von seiner Rheinbahn reingehört. Also das ist schön und es gibt immer jemanden, der etwas darüber weiß, wo man sitzt. Das wollen wir fördern, dass jeder sagt, das interessiert mich, das kann ich, das ist mein Problem. Also, gern eingeladen, jederzeit, nicht kurze Vorträge. Kann man irgendwo sehen, welche Vorträge es schon gab? Zu welchen Themen? Eigentlich nur die Videos. Es gibt seit wir das 2-Meter-Part gegangen. Es gibt tatsächlich so eine Liste, kann ich gerade mal zeigen, allerdings ist die halt nicht aktuell. Moment, muss ich gerade mal schauen, das ist irgendwo hier. Aber man kann sich Themen wiederholen. Nach 2 Jahren ist bestimmt, sind andere Leute, keine Ahnung. Und natürlich, die Welt verändert sich. Die Themen, die wir uns vor 2 Jahren interessiert haben, da sind wir schon weiter. Also es gibt eine Videoliste, da sind die alle drauf. Also die ganzen, die, wo es halt Videos gibt, 2016, war gar nicht so verkehrt. Sehr nicht. Und hier sind dann also die ganzen Vorträge. Wir sehen nichts mehr. Ah, okay. Entschuldigung, muss ich gerade noch. Darf ich zum Sprint meine Tochter mitbringen, die fürs Jahr jetzt nicht mehr interessiert? Ja. Auch damit. 16? Wir haben auch jüngere, also Ilja und Evgenia, also Ilja hat meine Kinder nochmal. Okay. Wir wollen gerade in die Hürden da zu informieren und Sachen abbauen. Was ganz wichtig beim Sprints ist, Themen zu haben, dass man bei der Vorbereitung
wenn andere dabei sind, dass das relativ zügig geht. Nichts ist frustrierender, als ein Wochenende zu verbringen mit der Installation von irgendeinem Kack, den man für die Arbeit benötigt. Also lieber Kurse, ihr habt dann über das jetzt QT, TV genau, so ein Spiel programmiert. Das ging dann auch. Ja, über Oberfläche. Also Oberfläche. Kleinere Themen und Kinder haben die besten Ideen. Python UK oder Tyson nicht, 12-Jähriger hat Kommunikation zwischen Pi. Um mal so ein bisschen was zu zeigen, was man machen kann. Ja, was. Start war die erst einfach andere. Also die besten Ideen kommen von den Problemen, die man haben. Kinder haben andere Probleme und dann andere Lösungen ansetzen. Also das ist zum Beispiel hier etwas, das haben wir jetzt auf der Europython, hatten wir es verteilt an die ganzen Leute. Ja, das ist so ein Embedded Device, kann man sagen. Ja, da ist also ein Chip drauf, das Ganze kann man in Python programmieren, kann man Spiele mitmachen. Und ist eigentlich genauso das Richtige für Kinder. Ja? Also hast dieses Display hier, da kann man dann was drauf machen. Dann kannst du hier solche Spiele spielen, also Tetris hier zum Beispiel. Ja, und dann geht das hier los. Dann kann man Tetris spielen. Das Ganze ist in Python programmiert. Ist super einfach zu machen. Also hier oben ist so ein Anschluss, so ein USB-Anschluss. Den steckt man einfach an den Computer ran. Lädt dann die Python-Datei hoch und dann führt er die dann auch aus, wenn man die dann halt hochgeladen hat. Ja. Das ist sowas, was Kinder ganz gut anspricht, ne? Weil man halt was sieht, weil man was machen kann, was auch in die Hand nehmen kann. Und dann gibt es natürlich kompliziertere Sachen, dass man hingeht und mit Kiwi was macht. Kiwi ist so eine Oberflächenbibliothek. Da kann man dann auch viel mit programmieren. Und bekommt dann auch tatsächlich zum Beispiel auf dem Handy dann halt eine Applikation, die dann auch läuft. Das finden Kinder dann auch meistens ganz gut. Wenn man jetzt Kommandozeilen, irgendwelche Skripte oder sowas schreibt, das finden Kinder nicht so klasse. Ne? Aber es gibt definitiv genug Dinge, die man machen kann. Es gibt auch so eine ganze Bibliothek, die heißt Pygame. Oder Pygame Zero heißt, glaube ich, die der Daniel da geschrieben hat. Die ist ja noch einfacher. Man kann ja Raspberry Pi programmieren in Python. Also es gibt jede Menge Sachen, die man machen kann. Das geht halt auch gerade auf diesen Sprints, weil da immer welche Leute dabei sind, die dich dann auch gut auskennen mit diesen ganzen Sachen, die einem dann auch helfen kann dabei. So, das wollte ich jetzt eigentlich hier zeigen. Das ist die Liste von diesen ganzen Vorträgen, die wir dann in der Vergangenheit gemacht haben, mit Links zu den Videos. Wir machen das ja schon eine ganze Weile. Deswegen sieht man hier auch eine ganze Menge. Und es sind tatsächlich noch eine ganze Reihe mehr Videos, die eigentlich da sein müssten. Aber die gibt es halt noch nicht. So. Dann wollte ich nur noch mal hier sagen, dass wir dann, waren wir gerade hier, nur zwei Dinge erwähnen. Einmal, natürlich am Anfang, wollte ich mir nicht hin. Es gibt zwei Organisationen rund um Python, die vielleicht auch für den einen oder anderen interessant sind. Das ist einmal die EuroPython Society, das ist eine Organisation, die hier in Europa aktiv ist und Python unterstützt. Kann man auch umsonst Mitglied werden, kann auch dann mithelfen bei der EuroPython Organisation. Wir sind gerade dabei, die EuroPython 2020 zu organisieren. Wir suchen gerade jetzt aus, wo die dann stattfinden wird, die Konferenz. Die zweite Organisation, die international arbeitet, ist die Python Software Foundation in Amerika. Die ist auch dafür zuständig, dann die IP-Rechte zu verteidigen von Python und macht das dann auch mitunter in verschiedenen Regionen. Kann man auch umsonst Mitglied werden. Gibt es Mitgliederversammlungen, hauptsächlich auf der PyCon US, aber manchmal auch bei anderen Konferenzen. So, dann kommen wir zu den Vorträgen. Da haben wir nur drei Vorträge heute. Ist der Jochen schon da? Nee, habe ich nicht gesehen. Der ist um 7 satt, ja. Ja, dann haben wir Charlie Andreas Bollig. Ja. Du bist da, sehr gut. Ja, Charlie oder Andreas, wer fängt an? Ich bin in 5 Minuten durch. Ja, gut. Cool. Als Data Scientist auf der Arbeit benutze ich auch öfters mal Plotly Dash. Das ist ein Python-Paket von der Firma Plotly.
ist Open Source, hat auch einen kommerziellen Teil, aber sagen wir mal, alles was ich benutze, ist nur die Open Source Variante. Und da wollte ich heute mal für alle, die es vielleicht noch nicht benutzt haben, mal so einen kleinen Einblick geben, was das so kann. Wer von euch hat denn schon mal Plotly Dash benutzt? Irgendjemand? Und hoch? Einer? Zwei? Naja, dann könnte es ja interessant sein für die anderen. Genau. Bevor ich anfange, irgendwas zu erzählen, zeige ich am liebsten erstmal ein Beispiel, damit sich alle was darunter vorstellen können. Zum Glück habe ich jetzt auch hier dieses Wi-Fi Hotspot Düsseldorf und das lädt dann auch relativ schnell. Da ist, glaube ich, ziemlich viel JavaScript drin in Plotly Dash und deswegen dauert das ein bisschen zum Laden. Aber was Plotly Dash ist, kann man sich hier so ein bisschen vorstellen, ist ein Framework, mit dem man Web-Applikationen oder Web-Dashboards bauen kann. Ich finde immer so, die Grenze zwischen Dashboards und Applikationen ist immer so ein bisschen schwimmend. Für mich persönlich ist das so, wenn nur statische Daten angezeigt werden irgendwo, dann ist das noch ein Dashboard. Und sobald man irgendwas Interaktives hat, finde ich, ist das eine Applikation. Also das würde ich jetzt eine Applikation nennen. Und hier kann man sehen, was Plotly Dash so darstellt. Also man hat hier so ein paar Eingabeelemente, man kann Plots anzeigen, wie hier, und man kann auch mit den Eingabeelementen dann live was verändern. Ne? Also das hier ist jetzt, sagen wir mal, ist nicht so wichtig, was da angezeigt wird, das ist ein Beispiel aus dem Machine Learning, aber was ich halt machen kann, ist, ich kann hier Parameter ändern und durch diese Änderung, die ich gemacht habe, wird im Hintergrund dann eine Python-Funktion getriggert, die auf dem Server irgendwas berechnet und dann die Ergebnisse zurückliefert und dementsprechend kann ich dann hier, sagen wir mal, interaktiv immer neue Inhalte mir anzeigen lassen oder Sachen ausprobieren. So, ich wechsle jetzt nochmal zum Slide-Deck. Ich glaube, das konnte schon mal so einen groben Eindruck geben, weil ich habe mir gedacht, wenn ich mich jetzt einfach hier hinsetze und irgendwas von Dashboards erzähle, dann weiß irgendjemand überhaupt nicht, was ein Dashboard sein soll. Aber das sollte schon mal so einen Einblick gegeben haben. Also, was ist Plotly Dash? Das ist ein Python-Framework, mit dem man interaktive Dashboards oder Applikationen bauen kann. Das basiert auf Plotly Python und Plotly JS. Diese Firma Plotly, die hat erstmal eine JavaScript-Library gebaut, mit der man Graphen im Browser anzeigen lassen kann. Dann haben die eine Python-Library gebaut, mit der man diese JavaScript-Plots erzeugen kann, ohne JavaScript benutzen zu müssen. Und dann haben die ein Dashboarding-Framework drumherum gebaut, mit Interaktivität, mit der man diese sich Dashboards bauen kann und interaktiv dann auch Sachen berechnen lassen kann. Man muss kein JavaScript schreiben, das ist die gute Nachricht. Man kann das alles in Python machen. Und das Ganze ist ja so ein Framework für Web-Applikationen und hostet sich selbst mit Flask. Das heißt, wenn ich Code schreibe in Plotly Dash und den starte, dann startet er automatisch einen Flask-Server, der mir mein Dashboard hostet, sodass ich mir das dann anzeigen lassen kann. Das hier ist das einfachste Beispiel für eine Applikation, die ich mit Plotly Dash bauen kann. Ich gehe mal kurz durch. Ich importiere ein paar Libraries, baue mir hier ein App-Objekt und dann habe ich ein Layout-Objekt, mit dem ich sagen kann, was soll auf diesem Dashboard angezeigt werden. Und dieses Layout-Objekt ist ein Mix aus HTML-Komponenten und aus fertigen Plotly Dash-Komponenten, wie jetzt zum Beispiel ein Graph oder eine Eingabekomponente oder sowas. Und die kann ich deklarativ hier ineinander schachteln. Also hier zum Beispiel habe ich ein Div, das kennt man, wenn man HTML programmiert, HTML.div. In dieses Div packe ich Children rein, also in diesem Div sind dann drin ein HTML H1, daneben wieder ein HTML Div und daneben dann hier eine Dash-Komponente, nämlich ein Graph, mit dem ich mit Daten anzeigen lasse. Und diesem Graphen muss ich dann hier sagen, okay, ne, es gibt hier, das hier sind die Daten, die ich in Plot anzeigen lassen möchte, das ist der Name davon, oder das ist der Typ von dem Plot, das ist der Name von dem Plot und kann hier noch ein paar Layout-Sachen geben, wie zum Titel zum Beispiel. Und das alles definiere ich einfach über ein Dictionary. Damit man sich was darunter vorstellen kann, zeige ich jetzt mal, was hier hinten bei rauskommt. Das hier ist ein bisschen hässlich, aber ist valider Python-Code und ich muss das klein machen, damit es auf die Folie passt. Genau, und der Code sieht dann in schön, in Black sieht er dann so aus. Und wenn ich das starte, dann dauert das ein bisschen und dann startet er mir meinen Webserver. Ne?
auf Localhost, Port 8050. Und wenn ich den öffne hier, dann habe ich hier gerade dieses Dashboard mit den paar Zeilen, die ihr gesehen habt, und dieses Dashboard gebaut. Ne? Also hier oben ist dieses H1, dann ist hier nochmal ein, ne, dieses H1 hier, dann war nochmal ein Div, wo ein bisschen Text drin steht. Das findet man hier. Und dann ist hier dieser Plot mit der Überschrift und mit dem San Francisco und Montreal Daten, die gleichzeitig dargestellt werden, die dann hier einfach als Dictionaries auch reingegeben werden. Genau, ich habe hier also deklarativ in Python mein ganzes Dashboard gebaut. Ich sage in Python, sage ich, was für HTML-Objekte ich haben will und was für Dash-Komponenten ich da reinpacken will. Kann auch CSS mit reinbinden natürlich, wenn ich möchte, um das komplett zu stylen. Und das Ganze kann ich dynamisch dann natürlich hier erzeugen. Ich kann mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt hier sagen wir mal, irgendwelche Daten habe, die ich in Pandas einlese, die ich hier darstellen will, dann kann ich das hier vorher machen. Und genau, dann dynamisch mein Dashboard erstellen. Genau, Batteries included, auf jeden Fall. Es gibt ganz viele Komponenten, die Dash mitbringt. Es gibt sogenannte Dash Core Components, da sind drin Graphen, da ist sowas wie ein Dropdown drin, da ist ein Date Picker drin, da ist ein File Upload drin. Also ich kann auch einfach eine Datei hochladen, die dann im Hintergrund verarbeiten und die Daten dann neu anzeigen. Für Leute, die zum Beispiel, weiß ich nicht, ne, zum Beispiel einen Excel-File hochladen wollen und daraus dann die Graphen anzeigen lassen wollen. Oder weiß ich nicht, wenn jetzt jemand eine Excel-Datei hochladen will und ich soll ein Machine Learning-Modell daraus trainieren, ne, dann könnte ich das auch so automatisieren, dass Leute das im Self-Service einfach da Dateien draufziehen. Wenn ich zum Beispiel Daten zurückschreiben will, habe ich eine Data-Table, die ich anzeigen kann, in die Leute einfach mit einem Doppelklick einfach Daten reinschreiben können. Die kriege ich dann auch in die Applikation in Python nachher rein und könnte die dann zum Beispiel in der Datenbank pflegen. Wer ein bisschen Web entwickelt, der kennt bestimmt Bootstrap als CSS-Framework. Und es gibt eine, sagen wir mal, es hat jemand sich die Mühe gemacht, diese ganzen, sagen wir mal, alles was es in Bootstrap gibt, diese ganzen Komponenten auch für Plotly Dash zu verpacken, sodass man in Plotly Dash diese ganzen Bootstrap-Komponenten auch hier benutzen kann, wie man das eben gesehen hat in dem Code, wie diese HTML-Komponenten. Dann hat man, was man kennt von Bootstrap, diese Navbar, ein Grid-System mit Rows und Calls, ja, und alle anderen Bootstrap-Komponenten, die man halt so kennt. Und es gibt noch viel mehr Komponenten-Libraries. Also ne, dieses App-Framework bringt schon sehr viele Sachen mit, die man dann nicht in viel Arbeit sich selbst bauen muss, in, weiß ich nicht, HTML, CSS, JavaScript, sondern man schreibt ein bisschen Python-Code, hat schon ganz viele Sachen, die man einfach da reinstecken kann und hat dann sehr schnell so ein Dashboard oder eine Applikation zusammengeschraubt. Was als Data Scientist total wichtig ist, weil man hat in Projekten ja immer wenig Zeit und immer viel zu tun. Eben habe ich gesprochen von der Interaktivität, die wird hier über Callbacks gelöst. Das heißt, wenn ich das nochmal hier anzeige, ne, wenn ich zum Beispiel hier jetzt was verändere, wenn ich hier eine Eingabe tätige, dann wird im Hintergrund wird eine Callback-Funktion aufgerufen. Das heißt, ich kann mir in meinem deklarativen Layout kann ich mir IDs vergeben für jede Komponente. Ich habe hier einen Input, für den vergebe ich eine ID und ich habe hier auch ein Div, für das vergebe ich eine ID und sobald ich für die eine ID vergeben habe in meinem Code, kann ich sagen, naja, ich baue mir einen Callback und ich habe Inputs. Wenn sich bei diesen Inputs was ändert, dann wird der Callback aufgerufen und der Callback ist eine Funktion und was auch immer der returnt, wird in den Output geschrieben. Das heißt, ich habe hier ein HTML oder ein Input-Feld, das ist einfach ein Textfeld. Wann immer sich, und hier in dem Callback sage ich, wann immer sich die Property Value von dieser Komponente hier ändert, ruft diesen Callback auf und was auch immer hier returned wird, schreibt das bitte zurück in die Komponente mit dieser ID, myDiv und die Property Children. Children ist einfach der Inhalt von so einem HTML-Dokument. Und das hier kann ich auch mal kurz zeigen, damit man sich was vorstellen kann drunter. Ich stoppe mal den einen Server hier und öffne den nächsten. Genau, für Callbacks. Und genau, was man hier sieht, oh, vielleicht kann ich das ein bisschen größer machen. Wir haben hier ein Eingabefeld. Und wenn ich hier irgendwas anderes reinschreibe, dann wird im Hintergrund diese Python-Funktion aufgerufen, was auch immer die Return kommt dann hier rein. Oder kann ich sagen, hallo.
Genau. Und das kann man hier mit relativ wenig Code machen. Auch alles Python. Wenn man sich vorstellt, man wollte sowas, sagen wir mal, selbst bauen ohne so ein Framework, dann müsste man ja schon sich um die ganze Kommunikation zwischen Server und Client im Browser kümmern und auch wahrscheinlich sehr viel JavaScript-Code schreiben mit, weiß ich nicht, Retries und ich will mir gar nicht vorstellen, was da alles dazugehört. Und hier hat man das, wie man sieht, in ein paar Zeilen Code, hat man so ein interaktives Dashboard gebaut. Dieser Callback, den du jetzt hast, du gibst das also quasi im Browser ein, der baut automatisch die ganze Logik, die man braucht, um die Sachen runter zum Server zu schicken. Der Server ruft das auf, schickt ihm die Sachen wieder zurück nach oben. Genau. Das ist interessant. Ist cool, ne? Ja, also ich weiß natürlich nicht, wie das komplett irgendwie so unter der Haube funktioniert, aber ich weiß, dass im Frontend ist das React und ja, der muss halt irgendwo, muss er sich das so aufbauen, dass der auf Sachen horcht. Ne? So in JavaScript dann wahrscheinlich so Callbacks, wenn hier ein neuer Wert eingetippt wird. Und man sieht ja hier, wenn ich hier irgendwas eintippe, dann läuft das immer direkt durch die Funktion. Ne? Da war noch eine Frage? Ja, könntest du wieder einmal Spitze, Klammer, H1 Ja, klar. Sofort gehackt, das Kleine. Okay, das geht. So? Okay. Kann ich das vielleicht mit diesem Zugang über das Layout-Objekt und irgendwie Template, die Jitter-2-Template, kann ich das irgendwie kombinieren? Ja, stimmt. Beziehungsweise, also ich hätte ja dann hier dann wahrscheinlich eher kein Jinja 2 mehr, sondern, also ich kann, sagen wir mal, was ich ja machen könnte zum Beispiel ist, dass ich sage, hier dieses, ne, wo bin ich denn jetzt? Ah, ich bin jetzt bei dem anderen Beispiel. Sieht man das überhaupt? Ist das groß genug? Nein. Ne, eher nicht, ne? Dann zeige ich das nochmal hier. Also wenn man sich vorstellt, dass ich hier in diesem HTML-Div, diesem äußersten Ding, dem kann ich auch eine ID geben, und sagen, jedes Mal, wenn sich irgendwas ändert, dann rendere ich meine komplette Seite neu. Ne, und dann, ja, Jinja 2 würde ich dann wahrscheinlich eher nicht benutzen, sondern ich würde halt in Python irgendwie mir das so zusammenbauen. Kannst du noch mal eine Folie weitergeben? Mhm, hier die? Noch mal eine. Die? Genau, da unten diese Funktion Update Output Div, die gibt ja ein Screen zu. Ja. Und da kannst du prinzipiell jede Template Engine benutzen, die du möchtest. Das ist ein einfaches Render. Ja. Es wird sicherlich irgendeinen Mechanismus geben, um den als safe zu markieren, damit du da tatsächlich halt den erreichen kannst. Weil wir haben ja gerade eben gesehen, dass das automatisch escape wird. Also wenn ich HTML als Output haben will, dann würde ich ja hier so ein HTML-Objekt bauen, ne? Wie hier. Naja, es geht darum, dass HTML injiziert wird in den DOM und das wird escaped, aber... Ja genau, das wird hoffentlich... Darum geht es. Ja. Genau. Meine andere Frage, man kann auch, also ich meine, das ist natürlich eine feine Sache, mal zu sehen, wie einfach das ist, diese Kommunikation hinzukriegen. Aber viel interessanter ist ja, wenn man jetzt das Frontend quasi dann beauftragt, im Server andere Daten zu holen, die dann halt anzuzeigen in diesem Plotly-Ausgang. Das geht auch. Ja, klar, genau. Weil ich kann mir ja beliebige Teile von meiner Website kann ich mir neu rendern lassen, kann ich mit einer ID versehen und als Output von einem Callback nehmen. Ja. Und dann kann ich im Prinzip meine komplette Seite auch neu rendern lassen, wenn irgendein Input sich verändert auf der Seite. Und klar, dann kann ich mir auch zwischendurch neue Daten von der Festplatte laden oder irgendwas. Ja. Also man kann quasi jetzt hingehen und weil du hattest eben diesen statischen Datensatz da drin stehen. Ja, genau. Wenn man jetzt hingehen würde und sagt, okay, ich möchte jetzt andere Daten sehen, dann könnte der so immer über ein Callback sagen, okay, ich hole mir jetzt neue Daten vom Server und lädt die dann hoch irgendwo in eine Datenstruktur rein. Ja, wir haben mittlerweile Sockets machen, ne? Also wir haben eine persistente Verbindung haben zwischen Server und Client und der kann auch der kriegt automatisch mit, das was sich geändert. Meinst WebSockets, ja. Genau, also das glaube ich nicht, dass der WebSockets macht. WebSockets ist schwierig, so richtig dann in Gang zu kriegen, wenn man, sobald man ein bisschen anfängt, ein bisschen Security dazwischen zu packen, hat man große Schwierigkeiten. Ja, wir haben ja eben auf dem S2N Explorer schon gesehen, dass er neue Daten. Ja, aber das war eine Änderung in der Oberfläche, aber wenn es, also Dashboard ist, also, prinzipiell kommt aus den hinteren Sachen. Das läuft in React und da React kümmert sich letztendlich um den Austausch.
GraphQL oder sonst was verwendet. Also das ist. Ich habe keine Ahnung, ob da Websockets oder einfach HTTP-Requests im Hintergrund passieren. Aber das ist eine Flask-Anwendung, da sind Sie hier, das keine Websockets. Das ist eine Flask-Anwendung, ja. Ja, okay, danke. Das hast du dir im OK-Library angeschaut? Ja, genau. Weil das schon sehr handy ist. Das stimmt, ja. Da sage ich gleich noch ein Wörtchen zu. Vielleicht nochmal zu deiner Frage. Also alles, was ich brauche, um irgendwas hier neu zu rendern, ist eine ID. Ich kann einfach jedem Objekt eine ID geben, indem ich diesen Parameter übergebe. Oder dann brauche ich die Property, die ich habe, die ich schreiben will als Output. Und wenn ich mir hier das anschaue, dieser Graph, der hat eine ID. Ich könnte sagen, meine Property ist Figure. Mhm. Und jetzt könnte ich einfach ein Callback schreiben, dass mir hier dieses Dictionary, ich weiß nicht, wo es aufhört, aber hier dieses Dictionary einfach als Return-Wert liefert. Und da kann ich dann reinschreiben, was ich will. Und meine Funktion kann natürlich einfach eine Datei von der Festplatte laden oder wo auch immer irgendwas herholen aus der Datenbank und das dann als Dictionary so zurückgeben. Die Daten von diesem Graphen, werden die als Attribute in dem Element gespeichert oder werden die irgendwo in so einem JavaScript-Array? Also, ne, ich bin nur User hiervon, nicht Developer, deswegen habe ich keine Ahnung, was auf der Frontend-Seite passiert. Vielleicht kannst du gerade mal in den Browser gehen mit deiner, was du eben gezeigt hast, mit dem... Hier das? Nee. Oder das andere, das ja? Das ist einfach ein Beispiel. Nee, das ist ein Beispiel mit dem Graphen. Das muss ich mal gerade nochmal starten. So. Ja, genau, hier. Ich mache das mal nochmal kleiner. Genau und dann, wenn du da mal den Source Code anzeigen lässt, dann... Also eher die Request, also mit Sicherheit wird das in JSON rübergegeben. Nee, da ist das ja schon. Dash, Component. Nee, das sind nur die Komponenten. Dann auf Network ist. Auf Network, ja. Dann sieht man, was er da schickt, abschickt. Wenn du auf etwas drückst. Ah, okay, aber hier, ja, das hier ist jetzt, achso, beziehungsweise, nee, das hier ist leider nicht interaktiv, deswegen ich kann es nur neu laden. das andere war interaktiv. Wahrscheinlich, ne? Also ich selbst bin noch kein Webentwickler, deswegen, das ist ja das Gute für mich, dass ich hier nicht Web entwickeln muss und dass alles mir abgenommen wird. Genau. Kurze Frage, ja, das hast du Erfahrungswerte von einfach Datenvolumen, also wie viele Datenpunkte kannst du Package geben und vernünftiges Rendering, Performance. Ja, also ich habe auch eine Applikation gemacht, wo ein bisschen mehr Daten reingehen. Da war so ein Scatterplot, der hatte ein paar tausend Punkte drauf. Und was ich festgestellt habe, ist, dass der Bottleneck ist dann die Performance im Frontend. Dass also mein Laptop im Browser, dass der das irgendwann nicht mehr hinbekommt. Ja. Der Server hat kein Problem. Nee, der Server wird kein Problem haben. Ja. Also es ist halt generell, ist natürlich, sagen wir mal so, JavaScript-Plots sind jetzt nicht das Performanteste, was man sich vorstellen kann. Dann, wenn man da irgendwas super High Performance haben will, dann braucht man wahrscheinlich irgendwie so ein Tableau oder irgendwas, was so native und nicht, also Tableau nicht Web, sondern Tableau Desktop oder so, ne? Weiß ich nicht. Aber da ist irgendwann der Bottleneck vom Browser. Ja gut, dann gibt es auch WebAssembly, dann kann es auch sehr schnell im Browser laufen. Ja, genau. Okay, cool. Genau, wir hatten ein Basic Example, wir haben gesehen, wie Callbacks funktionieren. Ne? Und nochmal, das sind hier, weiß ich nicht, 20 Zeilen Code und ist interaktiv. Das, wenn man das selbst bastelt, dann hat man Spaß. Genau, was sind die Einschränkungen, was sind Probleme? Das eine ist, ich habe jetzt meine Flask-App und irgendwann will ich die irgendwie deployen. Ne? Bei mir zum Beispiel ist das dann im Corporate-Umfeld, dann muss das natürlich immer direkt SSL haben, Active Directory, Authentication und Authorization und alles. Wenn man das haben will, dann kann man sich entweder das kaufen von der Firma Plotly, da hört dann Open Source auf und dann kommt die Commercial Variante. Die haben dann so einen Deployment Server gebaut, der funktioniert so wie Heroku mit GitOps, dass ich einfach mit einem Git Push meinen Code hochpushe und der dann live ist. Genau, oder man baut sich sowas selbst, ne? wenn man weiß, wie das geht mit, weiß ich nicht, Docker, Nginx, Unicorn und keine Ahnung, wie man das mit dem AD machen würde, aber sowas könnte man sich dann auch selbst bauen. Alles, was ihr bis jetzt gesehen habt, ist in dieser Open-Source-Variante drin und wirklich diese kommerzielle Variante oder der kommerzielle Teil fängt halt dann an bei diesem Deployment-Server.
Und das zweite ist Styling. Ne? Weil natürlich, wenn man so ein Dashboard macht und das irgendwo in der Firma zeigt, dann sagen alle direkt, das braucht ja unsere Firmenfarben. Das darf ja nicht einfach, weiß ich nicht. Ne? Bei Henkel muss es natürlich alles rot und grau sein und niemals blau oder so, keine Ahnung. Und das ist hier auch bei denen dann ein kommerzielles Offering, wo man immer dann eine Möglichkeit hat, dass man sagt, Primary Color, Secondary Color, und dann kriegt man CSS-File, das wird man in den Ordner und dann hat man die Farben überall. Wenn man das selbst machen will, kann man natürlich machen. Alles hat CSS-Klassen, aber das ist natürlich viel Arbeit. Ne? Ich muss durch mein ganzes Dashboard gehen. Ich hab, ne, diese Komponenten können teilweise sehr komplex sein, sehr viele CSS-Klassen haben, dann muss ich die alle einzeln raussuchen und dann entsprechend mit Farben belegen. Also, das sind halt so die Sachen, die mich bisher gestört haben, die beiden. Du hast vorhin gesagt, Bootstrap wird unterstützt. Bootstrap hat ja Theming auch. Also kann man die Bootstrap-Themes einfach benutzen. Genau, also für alle Bootstrap-Komponenten kann man, es gibt ja diesen Bootstrap-Theme-Generator oder so, ne? Für alle Bootstrap-Komponenten ist man damit schön abgedeckt, aber sagen wir mal, alle Komponenten, die jetzt von Plotly selbst kommen, die ja, muss man selber stylen. Und ja. Sich selbst die Authentifizierung bauen, das ist genauso wie bei Flask, wie ich das bei Flask machen wollte? Das hier ist echt, das ist ein echter Flask-Server. Das ist einfach nur Flask. Also man kann alles machen, was man mit Flask sonst so macht. Man könnte wahrscheinlich einige vorgefertigten Sachen aus dem Fenster schmeißen und einfach das reinquetschen, gut gesehen ist da. Also ich würde persönlich sehr ungern mein HTML über ein Dictionary begeben, aber Johannes hat gesagt, man kann eigentlich das Ding auch mit String rauskippen, es kann in jeder Template-System eingebaut werden. Ja. Okay, genau. Es gibt in diesem Bereich diese Web-based Dashboard-Sachen, wo man kein JavaScript schreibt, sondern nur Python-Code schreibt und das dann generiert wird und direkt gehostet wird und so weiter. Gibt es jetzt gerade dieses Jahr im Sommer, gab es da noch mal ein bisschen mehr Action. Zum einen ist rausgekommen Panel, das ist eine ähnliche Dashboarding-Solution wie die hier, nur die basiert auf Bokeh, wo eben die Frage kam. Und, oder ja, also die basiert ursprünglich auf Bokeh und die Besonderheit dort ist, dass man im Prinzip alle möglichen Sachen dort einbauen kann als Komponenten. Nicht nur Bokeh, sondern auch Plotly-Sachen. Und dann gibt es noch eine Sache von dem Jupyter-Projekt, die haben was rausgebracht, das heißt Voila. Das ist noch im Alpha-Stadium, aber da kann man auch Dashboards bauen und als sagen wir mal, Hosting-Plattform die Jupyter-Server nutzen, die ja schon so eine ganze Hosting-Solution haben, auch für Notebooks. Das war's schon. Hat jetzt auch ein bisschen länger als 10 Minuten gedauert, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Das ist das Projekt. Also ist ein Projekt von Simon Wilson, das ist einer der Gründer oder ursprünglichen Autoren von Django, einer der drei, und da geht es darum, eigentlich stammt das aus einer Motivation heraus, Datenjournalismus irgendwie einfacher zu machen, weil viele Zeitungen und so haben ja dann doch vielleicht interessante Daten. Simon Wilson hat mal eine Zeit lang, so 2008, 2009, gearbeitet für den Guardian. Und da gab es auch so einen etwas nerdigeren Journalisten, der halt irgendwie sich um diese ganzen Visualisierungen von irgendwelchen Statistiken und so gekümmert hat für die Zeitung. Und es gab ja die Tradition, dass sie immer mit unterschiedlichen Leuten dann Kaffee trinken gegangen sind. Und der hat halt irgendwann mal zufällig irgendwie mit dem oder irgendwelchen anderen Leuten da zu tun gehabt, die ihn gesagt haben, oh, du musst mit dem reden. Der hat ganz viele interessante Daten und du interessierst dich ja scheinbar auch irgendwie für Daten, warum auch immer man das tun sollte. Und dann hat er mit dem geredet und der hatte halt irgendwie wahnsinnig viele tolle Datasets und hat ihn dann gefragt, wo er die hält und wie die gespeichert sind. Und er meinte so, oh ja, ich habe da so halt so ein paar hunderttausend Files auf meinem Desktop. CSV-Files oder Excel. Und ja, das ist halt, kann man vielleicht machen. Ist wahrscheinlich irgendwie so die populärste Datenbank überhaupt, die Leute so haben, Excel-Files irgendwo rumliegen. Aber ist natürlich jetzt nicht so richtig schön, wenn man das veröffentlichen möchte. Und das ist natürlich wäre eine tolle Sache, wenn man die ganzen Daten, die jetzt Artikeln zugrunde liegen oder so, auch irgendwie veröffentlichen könnte. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen schwierig. Und ich meine, CSV ist ja so das File-Format, was man da zum Austauschen verwendet.
Und da in dem Channel hier gab es ja auch schon so leichte Kritik an dem Format, kann ich gar nicht verstehen. Super Format, total toll. Nie Probleme mit Zeichensätze. Ja, genau. Und ja, also das ist halt das Problem bei CSV ist eigentlich ganz toll, aber man kann es halt nicht so richtig gut lesen. Es geht einfach nicht als Datenbank. Ja, das Lesen ist schwierig. Und dann gibt es dann halt noch so eine andere Geschichte, SQLite. Die ist eigentlich auch ganz cool, so tolle Datenbank, tolles Datenformat oder so. Das Problem bei SQLite ist so ein bisschen, man kann nicht gut reinschreiben. Das geht nicht gut. Und dann gibt es natürlich noch so Dinge, die man nicht tun sollte, wie zum Beispiel SQL User ausführen lassen. Wo jetzt irgendwie ein Dateiformat ist, wenn ich lesen kann, kombiniert mit einer Datenbank, die man nicht gut schreiben kann und darauf Dinge macht, die man eigentlich nicht tun sollte. Dann entsteht aber überraschenderweise etwas sehr, sehr Großartiges. Und zwar so ziemlich, das ist halt Dataset, mehr oder weniger. Also normalerweise ist der Ansatz ja immer eher, okay, das ist alles ganz schrecklich, das mit den CSVs ist keine Datenbank, das ist furchtbar, die Leute verwenden Excel, und so. Wir machen das jetzt alles ordentlich und dann versuchen wir die Leute davon zu überzeugen, dass das irgendwie der richtige Weg ist und dann werden sie das schon irgendwie tun. Das ist irgendwie nicht passiert. Also das hat nicht funktioniert. Ja, Dataset geht halt so ein bisschen den umgekehrten Weg und dann so in dem Sinne, naja, wir gucken mal, was die Leute haben. Sie haben CSVs und Excel-Files und so. Wie kann man die denn dazu bringen, dass man damit was Cooles machen kann und dass man die halt dazu verwenden kann, irgendwie die Daten zu veröffentlichen? Und genau, darum geht's. Also Dataset besteht im Grunde aus einem Ding, das macht halt aus das heißt irgendwie CSV to SQL oder so. Dem gibt man ein CSV direkt oder halt irgendwie ein Verzeichnis, dann geht das halt rekursiv durch und macht aus den ganzen Files einmal Tabellen und schmeißt die Tabellen dann in ein SQLite-File. Dann hat man hinterher einen File, eine Datenbank, in der das Ganze halt irgendwie drin liegt. Und ich gucke mal gerade, ob es hier irgendwie Beispiele gibt. Genau, und dann hat man das halt quasi, ein Dataset hat aber dann halt auch so ein Frontend dazu. Ne? Dann, da sind halt alle Datenbanken drin und halt alle Tabellen. Und man kann sich dann halt irgendwie die Tabellen auch tatsächlich angucken. An jeder Tabelle ist halt, TableView ist halt, wenn man hinten dran so JSON dran macht, müsste das eigentlich dann quasi das Ding direkt als JSON geben und man kann dann halt damit irgendwie arbeiten und das halt zum Beispiel in JavaScript irgendwie auf einer anderen Seite verwenden. Man muss dann halt die entsprechenden Header ersetzen, das heißt man muss es irgendwie whitelisten, aber das kann man im Grunde einfach so verwenden. Und das Tolle ist, man kann halt hier irgendwie Custom SQL irgendwie reinschreiben. Also ein ganz netter Scherz war halt auch von ihm so meint, so ja, alle reden jetzt gerade so über GraphQL und so und dass das toll ist, wenn man im Frontend Dinge so anfragen kann, wie man das dann hinterher auch braucht. Aber warum nicht einfach direkt SQL nehmen, da hat man das Original und ja, das ist schon sehr cool. Der Grund, warum das irgendwie doch funktioniert und nicht ganz schreckliche Idee ist, weil normalerweise könnte man mit SQL jetzt auch irgendwelche Daten verändern und schreiben, ist halt, dass man SQLite-Datenbanken halt kann man halt sagen, okay, ich mache dich jetzt im Read-Only-Modus auf und dann kann man halt nichts ändern. Dann kann man halt nur lesen. Und die ganze Idee dabei ist halt auch so ein bisschen, dass man, weiß ich jetzt gar nicht, ob das hier so ein tolles Beispiel ist, dass man das Ganze als Docker-Image shippt. Und also man kann das jetzt auf diversen Hosting-Providern irgendwie hosten, weil das ist ja auch so ein Problem für Journalisten oder für Leute, die jetzt nicht irgendwie diesen IT-Kram beruflich machen. So, wie kriege ich das eigentlich irgendwo so gehostet, dass das halt auch irgendwie 1000 Quests pro Sekunde aushält oder so, wenn das irgendwie durch die News geht? Und die Antwort darauf ist halt, naja, also ja, kriegst du eigentlich nicht hin, wenn du das nicht professionell machst. Außer du verwendest eine von diesen vielen Hosting-Möglichkeiten und da hat Dataset auch eine eingebaute Geschichte für. Man kann halt sagen, Dataset Publish und dann irgendwo hin, nach Heroku oder nach Google Run, glaube ich, ist sowas Lambda-mäßiges oder ist auch ein Docker-Container, den man bestimmt, weiß ich nicht. Site ist irgendwie so ein Hosting-Ding, wo man irgendwie Images hinschieben kann. Und dann macht man das so, dass man die Caching Zeiten sehr hoch setzt, also überall, die haben auch alle so einen Hash oben in der URL, sodass das quasi, also das ist alles immutable. Das heißt, man kann sozusagen die Caching-Header in HTTP halt sehr, sehr hoch setzen und dann setzt man da halt ein CDN davor und dann ist das quasi von den Hosting-Kosten sehr, sehr billig, aber sehr, sehr skalierbar. Und ja, das ist eigentlich schon, also das ist einfach eine sehr, sehr nette Geschichte und das sind so diverse Dinge. Also wenn man sich das Projekt anguckt, es sind aber sehr viele, sehr nette Sachen drin. Also da hat sich wirklich um viele Details irgendwie Gedanken gemacht, auch so Pagination. Also also immer wenn ich über Pagination stolpere, denke ich mir so, oh, furchtbar, das ist alles irgendwie nicht richtig, das funktioniert alles nicht ordentlich.
Und der hat das halt ordentlich gemacht, sodass es halt schnell ist. Es ist halt auch, wenn man auf die 100. Seite noch klickt, dass es dann immer noch irgendwie gut funktioniert und so. Ja, und deswegen, ja, also wenn man irgendwie Daten hat, die man irgendwie veröffentlichen möchte, ja, halte ich das für eine sehr, sehr gute Idee und das sollte man sich mal angucken. Ist sehr nett. Ach ja, und man kann Plugins dafür schreiben. Es gibt dann diverse Visualisierungsplugins. Vega gibt es, glaube ich, dafür und auch, weiß nicht, ob es Plotly ähnlich, irgendwas Plotly-mäßiges gibt, könnte aber auch sein. Ja, und dann gibt es so lustige Datasets. Ich weiß nicht, ob ich hier irgendwie ein tolles Beispiel habe. Das sind, glaube ich, alle. Ja, also, du bist sehr schnell. Ah, okay. So. Da werden hiermit, mit diesem Werkzeug, werden alle möglichen verschiedenen Datensätze veröffentlicht und standardisiert in Form. Genau. Die man selber dann, also für Journalisten, aber selber auswerten kann. Genau, jeder kann das dann halt verwenden. Also zum Beispiel da ist jetzt die Liste aller Kraftwerke, die es irgendwie weltweit gibt. Also es gibt die absurdesten Datasets. Also im Sportbereich gibt es ganz viel Zeug. Das war eine Frage. Genau, ja. So, und das, die Form, die standardisierte Austauschform in diesem Fall ist SQLite. Ja, wobei man die Daten halt nicht wirklich austauscht. Also was man, wenn man jetzt diese Daten verwenden wollte, machen würde, ist halt, man nimmt halt irgendein Dataset. Diese, die war es von Anfang, da kriegt man JSON, aber im Hintergrund, ja, ist... Hintergrund ist SQLite. Und eigentlich ist sozusagen auch natürlich die Idee, dass man die Leute dazu kriegt, irgendwann halt auf ein vernünftigeres Format umzusteigen. Nämlich, also das Datenbankformat von SQLite ist auch sehr, sehr gut. Das wird oft von Bibliotheken und so zur Langzeitarchivierung verwendet, weil das halt, es ist schnell, es ist sehr einfach, es ist platzsparend. Es ist in einer Datei. Ja, es ist in einer Datei, genau. Das kann man wahrscheinlich auch noch in 100 Jahren lesen. wenn die Voraussage nicht stimmt, ist ja. Ja, da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Ja, und genau, also wenn man jetzt tatsächlich das ablösen würde, also CSV oder so durch SQLite, und SQLite kann man eine Menge machen, also da kann man tatsächlich irgendwie quasi alles, was man mit SQL machen kann, geht damit irgendwie. Das ist eine echt vollständige relationale Datenbank. Ich glaube auch, das SQL, das SQLite versteht, da sind auch mittlerweile Common Table Expressions drin und Window Functions und dieses ganze Zeugs, also wirklich, also ich denke, man kann alles damit machen, was man irgendwie so braucht und ja, man hätte damit halt viele Limitierungen nicht, die man jetzt zum Beispiel mit Excel hat, ne? Also weil es gibt halt keine Relationen so wirklich in Excel und Indizes und sowas gibt es auch alles nicht. Ja, oh, Volltext-Geschichten hat SQLite auch drin. Oh, oder was auch toll ist, es gibt so ein Spatial-Plugin, es gibt SpatialLite für so Koordinaten. Und da gibt es tolle Visualisierungen, ich finde die jetzt gerade nicht, aber ich meine, man kann es da durchklicken, da gibt es auch so Demo-Videos. Da hat zum Beispiel jemand alle Bäume in San Francisco irgendwie in den CSV gepackt. Mit wer ist eigentlich dafür zuständig, die zu gießen oder dass sie nicht eingehen und wann wurden die gepflanzt, wie groß sind die und so. Und das kann man natürlich dann auf der Karte anzeigen und so, voll toll. Und das geht einfach so. Und dann, ah ja, auch das Interface hier kann eine Menge, das hat halt auch so Faceted Navigation direkt integriert. Ach, und die, eben so eine Karte zum Beispiel, wo man dann draufklicken kann wahrscheinlich. Ja, ich weiß jetzt, also das sind jetzt alle Kraftwerke irgendwie, ne? Und eigentlich ist es im Grunde so gedacht, da das halt im Grunde alles APIs sind, alles JSON-Dinger sind, dass man jetzt eine neue Webseite bauen könnte und man könnte jetzt aus diesen ganzen Daten, die irgendwo Standard, ja, unter einem Standarddatenformat irgendwie zugänglich sind, halt irgendein Mashup von Sachen bauen, wo man interessante Sachen zeigen kann oder so. Ja. Und genau. Du musst das aber irgendwie bauen, oder? Ich meine, wie kriegst du die Daten da rein in dieses Ding? Ja, wie gesagt, CSV, wenn man hat üblicherweise ein CSV und das geht dann durch CSV to SQL, das baut halt eine SQLite-Datenbank aus dem CSV. Das, wenn es nur eine Tabelle ist, dann ist es natürlich nicht so spannend, aber man kann eben auch sagen, zieh mal diese Spalten in eine eigene Tabelle raus, mach da automatisch Foreign Key Relationships draus und so. Das da muss man vielleicht ein bisschen konfigurieren. Ja, das ist ja genau das Ding. In der CSV-Datenbank, ja, habe ich im Prinzip datenbankmäßig gesprochen, eine Tabelle. Aber eine Datenbank aus einer Tabelle ist relativ langweilig. Wenn ich jetzt wirklich Datenbanken habe, die verknüpft sind, dann brauche ich einen, der auch so ein bisschen sowas versteht, wie was wo verschnüpft werden muss, mit welchen Bedingungen, wo ist ein Foreign Key Constraint und so weiter und so fort. Ja,
Ist das da jetzt auch mit drin oder habe ich immer nur einzelne Tabellen, also eine CSV-Datei mit einem Datensatzformat? Nee, das ist auch da drin, das muss man halt, wenn man das SQLite-File aus den CSVs, die man hat, also im generellsten Fall hat man halt einfach ein Verzeichnis mit hunderten CSV-Files drin, muss man eben das halt sagen, welche Sachen in der Tabelle sollten, welche Sachen miteinander verbunden werden sollen. Das ist natürlich Arbeit. Aber das Dataset-Interface hinterher funktioniert auf dem SQLite und da ist das halt so, dass da können beliebige Dinge drin sein. Das Database-Tool, ne? Ja. Das ist explizit für diese Auswertung, wo ich relativ einfache Scheiße ein bisschen auf die Normalisierung oder sonst was, was ich normalerweise mir Gedanken machen muss, weil man eine Maschine hat. Hier ist dafür für die typische Auswertung für Leute, die sich eigentlich nur Gedanken mit dem Zugang von Daten machen und eigentlich auch Großmenge an Daten, aber keine komplexere Struktur, die wir sonst in anderen Worten finden. Aber wenn ich dich richtig verstanden habe, Jochen, du hast nicht genug Zeit gehabt, intensiv hier mit auseinanderzusetzen, um alle Fragen Antworten zu bringen. Nee. Zum Beispiel, das ist vielleicht für das nächste Mal, dass okay, diese Daten, das wäre in Deutschland wissen wir jetzt immer noch schwierig, ist an den öffentlichen rechtlichen Daten. Das ist also man üblicherweise geht man davon aus, man hat irgendwie ein CSV oder so, dann macht man daraus eine SQLite-Datenbank. Ja, damit habe ich es veröffentlicht. Wenn ich es jetzt nutzen möchte, ja, kann ich die SQLite-Datei runterladen. Das Ding oder? Kann man runterladen, man kann es auch als CSV haben oder halt eben als JSON. Also ich kann hier auch hinten. CSV umwandeln und dann schließen wieder ein CSV. Genau, ich kann hier einfach .csv hinten dran schreiben, dann kriege ich wahrscheinlich ein CSV, nehme ich mal an. Das heißt, man muss sich erst die SQLite-Datenbank erstmal selber bauen. Und dann kann man dieses Dataset nehmen, um das zu visualisieren. Ja, ne? Um das zu visualisieren und auch um es zu veröffentlichen, genau. Was passiert, wenn man jetzt, sagen wir mal, man hat jetzt nicht einfach nur einen Datensatz, den man in eine Tabelle schreibt, in dem will man jetzt veröffentlichen, sondern man hat jetzt eine SQLite-Datenbank, die man halt zum Beispiel für eine Applikation verwendet. Mhm. Wenn man jetzt Dataset darauf loslässt, kommt das dann mit klar, mit den ganzen Foreign Keys und so weiter? Ja, ja, man hat man quasi automatisch eine API dazu, ja. Das ist ja nett. Das ist schon ziemlich nett, ja. Genau. Und zwar eine, die man über SQL bedienen kann. Also GraphQL, das gibt's auch so, es gibt auch so Tools, da kann man aus einer Postgres-Datenbank automatisch, der kann man dann halt eine GraphQL-API verpassen. Ja, das kann Postgres schon native. Ja. Aber dem SQLite-Datenbank, und man kann ja fast alles in SQLite exportieren, kann man damit halt eine richtige SQL-API verpassen, was nochmal ein Stückchen schicker ist vielleicht. Ja, je nachdem, ob man drauf steht, aber ja. SQL macht ja heute keine mehr, ne? Das ist alles ORMs und so. Ja, das ist jetzt mittlerweile stabil ausgereift, funktioniert, das braucht keiner mehr. Das kommt. Das auch lieber was Neues, was noch nicht funktioniert. Ja. Ja, und genau, also eigentlich. Solange bis man genug Speicher hat und dann, wenn es hinten rumfällt und dann kann man anfangen und sagen, hätte ich mal nur normalisiert. Ja, also SQLite ist schon eine tolle Datenbank, wir machen das in der Firma, nutzen das auch und haben da durchaus dann haben einige Gigabyte drin und super schnell. Ja, es ist glaube ich, also theoretisch kann es irgendwie 140 Terabyte oder irgendwie sowas und dann ist irgendwie Schluss, aber also es gibt auch Leute mit Terabyte drin und das funktioniert immer noch super. Also. Einzige Problem ist, wenn viele Leute drauf schreiben wollen, dann gibt's schreiben halt geht das, nicht, genau. Dann gibt es das Locking-Problem. Ja, das lockt immer global alles. Ja. Da ist dann halt ganz schnell Schluss. Also ja. Wir benutzen für EuroPython, für die Webseite benutzen wir auch SQLite. Und wenn wir dann die Early Bird Sales machen, wo dann halt in der ersten Minute irgendwie, weiß ich nicht, 300 Leute draufhauen auf die Seite, dann gibt es halt dieses Problem. Aber schon ein paar Minuten später ist das dann wieder weg und dann haben wir es nicht mehr. Ja. Ja, also genau, ich wollte einfach noch mal so ein bisschen Lust drauf machen, sich das anzugucken. Ich glaube, da ist natürlich jetzt auch so ein bisschen ganz grob so die Grenze von SQLite erreicht, denn es ist eigentlich ein One-User-Single-User-System gedacht. Es ist nicht dafür gedacht, für konkurrierende Systeme, konkurrierende Zugriffe zu verarbeiten, zu erlauben, zu managen, sondern es ist eigentlich ein Single-User-System und nicht 300 Leute auf einmal. Ich habe eine Datei auf dem Rechner, ich nutze die exklusiv und so ungefähr ist es gedacht, oder?
Ja, ursprünglich natürlich schon. Ursprünglich ist das für Embedded Systeme gedacht gewesen, ne? Dass man das halt einfach mal eben in so eine Applikation reinbauen kann, wenn man eben was speichern will. Und es ist zum Beispiel fester Bestandteil von Android, also die Android-Phones, die haben das fest eingebaut. Microsoft Firefox speichert seinen ganzen Kram. Die, also die benutzen das auch. iOS auch. Webseiten, Chrome, Chrome hat den ganzen Kram. Microsoft, drin. Mozilla Firefox, sorry. Mozilla hat den ganzen Kram da drin. Jede Menge Apps benutzen das auf dem Telefon. Genau, aber also wirklich eine lokale Datenstore. Ne? Genau, lokal, aber eben nicht für den Stack, wie eine typische Datenbank konkurrierende Zugriffe zu verwalten. Das ist eigentlich jetzt, ich weiß nicht, ob das inzwischen geht, aber ursprünglich nicht, zumindest nicht dafür vorgesehen. Ne? Also wenn man nur liest, dann können tatsächlich jede Menge Leute darauf zugreifen. Wenn viele Leute schreiben wollen, ist das ein Problem. Dann gibt es ein Locking, ja, ne, dann hat man das Locking. Ich habe ja nur das eine, das Recht, was das Betriebssystem für eine Datei vergibt. Ich habe ja gar keinen, ich weiß nicht, jedenfalls in der Version, die ich kenne, gibt es kein Rechenmanagement unter SQL, wie es unter Ausgabedatenbank gibt, verschiedene User mit verschiedenen Rechnern. Das ist eigentlich nur die Datei, die vom Betriebssystem gelockt oder freigegeben wird. Es gibt auch ein Rechte-System, aber das ist natürlich, geht natürlich nicht so weit wie bei jetzt einem Oracle oder Postgres. Ne? Ja, und ich habe auch gehört, dass tatsächlich Leute daran arbeiten, dass Concurrent Writes irgendwie mal möglich sein sollen in SQLite, aber das geht halt unter anderem nicht. Es ist schon sehr viel besser geworden. Also im Vergleich zu früher ist das mit dem gemeinsamen Schreiben geht das sehr viel besser. Und auch das Locking ist sehr viel flexibler geworden. Früher war es so, dass die ganze Datenbank gelockt wurde. Dann haben sie den nächsten Schritt gemacht, dass nur die Tabelle gelockt wird. Und jetzt ist man bei Row-Level-Locking schon angelangt. Also es wird immer besser. Und SQLite unterstützt mittlerweile auch dieses, wie heißt das, dieses RAW-Format, dieses Write-Ahead. Write ahead, heißen die, ne? Yeah. Write ahead, irgendwas, log oder so. Ja, also das Ding kann auch tatsächlich dann den schreibenden Zugriff dann erstmal puffern und das dann halt reinschreiben in die Datenbank, wenn es dann halt wieder Zeit hat dafür. Ja. Ja, feine Sache. Jo. Genau, also eben, wenn man mal irgendwas gesagt hat, also zum Beispiel auf dem Mac gibt es auch ganz viele Programme, die, oder auch, also iOS, die Uhr zählt auch die Schritte in der SQLite. Wenn man sich anguckt, was man so an auf so normalen MacBook an SQLite-Datenbanken hat, hat man jede Menge. Und das ist auch interessant, man kann einfach visualisieren, was da jetzt so drin ist. Man kann da einfach drin rumsurfen, mal gucken, so, dass man auf einer Karte sich anguckt, wenn da irgendwelche Koordinaten drin sind, kann da lustige Sachen sehen. Und manche Sachen sieht man halt erst, wenn man das irgendwie visualisiert. Wie zum Beispiel, da war das Beispiel mal irgendwie, sie hatten sich angeguckt, Daten, die irgendein Forschungsinstitut oder so veröffentlicht hat über die Bewegungen von Eisbären irgendwie in Alaska. Und als man das auf der Karte gesehen hat, sieht man dann so, 20% der Eisbären laufen irgendwie in Seattle rum. Und irgendwie, das kann irgendwie, konnte nicht sein. Und dann haben sie halt dann so ein bisschen danach geforscht. Und es lag halt daran, dass die Firma da saß und die haben ihre Devices halt da getestet. Und das war irgendwie da noch mit reingekommen. Und wäre aber sonst vielleicht gar nicht aufgefallen, wenn man jetzt einfach nur da durchschnittbildet über wo halten die sich auf, dann sieht das vielleicht noch ganz okay aus. Ja, also, ja, für solche Sachen ist sehr interessant. Ja, genau, kann man sich vielleicht mal angucken. Ansonsten, ja, war's das schon. Genau.